Herzlich willkommen bei unseren Videos zum JSXGraph Moodle Plugin. Mithilfe dieser Erweiterung können Sie Ihre Moodle-Kurse mit geplotteten Funktionen und interaktiver Geometrie anreichern. In diesem Video soll die Verwendung des Plugins erklärt werden. Um eine JSXGraph-Konstruktion in Moodle einzubauen, navigieren Sie zuerst an die gewünschte Stelle. Dort fügen Sie Material hinzu. Konstruktionen können in nahezu jedem Element eingebunden werden, das HTML-basiert ist. Als einfachstes Beispiel soll uns hier das Textfeld dienen. Elementar wichtig ist, dass wir bei der Programmierung von JSXGraph-Konstruktionen immer in die HTML-Ansicht des Editors wechseln. Nur so wird am Ende die Konstruktion richtig angezeigt. Beginnen wir einfach mit der Verwendung des JSXGraph-Tags. Nach dem Speichern ist bereits eine Box sichtbar, jedoch ist das Board noch nicht initialisiert. Gehen wir deshalb zurück in die Bearbeitung und benutzen den folgenden Aufruf, um ein Board mit Gitter und den angegebenen Dimensionen zu erzeugen. Der Filter generiert uns dabei immer automatisch eine eindeutige ID für das Board, die in der Konstante Board-ID gespeichert ist. Am Ende Ihres JSXGraph-Blockes sollte immer ein Update des Boards stehen. Innerhalb des JSXGraph-Tags kann man nun normales JavaScript verwenden. Die Dokumentation von JSXGraph kann Ihnen bei der Auswahl der richtigen Befehle helfen. Der folgende Code erzeugt zum Beispiel 5 Punkte mit fixen Koordinaten. Die Punkte werden automatisch benannt. Es ist auch möglich, kompliziertere Programmierkonstrukte zu verwenden. Als Beispiel hier eine Vorschleife. Achtung! Bei manchen Editoren werden Sonderzeichen wie kleiner oder größer konvergiert, was zu Fehlern führen kann. Eventuell muss hier der Administrator passende Einstellungen treffen. Die fertige Konstruktion kann in der Ansicht beliebig verändert werden. Wird die Seite neu geladen, erscheint allerdings wieder der Ausgangszustand. Mithilfe dieser einfachen Methoden können beliebig komplizierte Konstruktionen in Moodle eingebunden werden. Besuchen Sie für weitere Hilfe einfach unsere Dokumentation oder unser Beispiel-Wiki. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.